Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine Freude, trotz der derzeitigen Situation ein weiteres Mal vor Ihnen sprechen zu dürfen. Auch wenn meine vorige Rede eher auf der fröhlichen Seite war, möchte ich in dieser hier ein doch ziemlich ernsthaftes Thema ansprechen. Also möchte ich Ihnen nichts mehr vorwegnehmen, also fangen wir direkt an. Ach, Corona! Dieses Virus hat zurzeit unser komplettes Leben im Griff und das wird es bestimmt auch noch für einige Zeit. Man hört andauernd in den Nachrichten davon und über die ganzen Todeszahlen auf der Welt. Abseits davon bahnt sich allerdings eine weitere Krise an, von der kaum erzählt wird. Wobei, die Krise ist ja eigentlich schon da. Sie verschlimmert sich nur Tag für Tag. Bloß für derzeitige Schlagzeilen in den Zeitungen, im Fernsehen und im Internet reicht es wohl nicht. What I am talking about is the situation in Greece. Now, I've always loved Greece, ever since I was a little girl, and I'm very fond of Greek mythology, culture, and landscapes. However, Greece has been struggling with a very serious problem they've had for quite a while now. The country has way too many refugees in order to care for them properly. On the island of Lesbos, for example, there are around 20,000 refugees, but the camp can only hold up for 3,000 of them. Die Flüchtlinge kommen auf überfüllten kleinen Booten an der Insel an, aber es gibt kaum jemanden, der Erste Hilfe leistet. Denn diesen Menschen droht unter Umständen eine Verhaftung. Jetzt werden sich sicher einige von Ihnen fragen, wieso dies ist. Und das ist eine sehr gute Frage und eine sehr berechtigte Frage. Anscheinend denken ein paar Inselbewohner und die Polizei, dass die Flüchtlinge ausbleiben, wenn sie keine Hilfe bekommen. Inzwischen mussten auch noch einige der Ersthelfer die Inseln aus Sicherheitsgründen verlassen, da es rechtsradikale Gruppen gibt, die es genau auf die Helfer abgesehen haben. I can't bear to imagine how these poor people must feel. After a long and extremely dangerous journey by boat, they finally see land. They're happier than ever to be safe, only to find out a few moments later that there is almost nobody ready to help them. On the contrary, they encounter angry people who tell them to leave and go back where they came from, not letting them enter the bus supposed to bring them to a refugee camp. Diese Flüchtlinge kommen aus Kriegsgebieten und dann werden sie so behandelt und müssen unter ekelhaften Bedingungen leben. Griechenland kann leider nicht mehr gut mit diesem Druck umgehen. Selbstverständlich gibt es dort sehr viele hilfsbereite Menschen. Aber sie können einfach nicht mehr machen, besonders jetzt während der Quarantäne und Corona. Diesem Land geht es ja wirtschaftlich sowieso schon nicht so gut. Dafür war es in den letzten Jahren ja schon öfters mal in der Zeitung. Jetzt müssen sie sich auch noch um so viele Flüchtlinge kümmern, dass sie sich fast gar nicht mehr zu helfen wissen. Das ist für mich einer der Punkte, wo die EU zusammenhalten sollte. Wir heißen ja nicht umsonst die Europäische Union, oder? The children, they might even be in a worse situation. Being traumatized is never great, and at a young age it must be even more dramatic. They have to leave their homes, and they flee to a new country, some with and some without their parents, who most of the time don't even know if their children will ever have a safe future or if they even have a future. Was willst du werden, wenn du groß wirst? Das ist eine Frage, die man bei uns schon ab jungem Alter gestellt bekommt. Aber leider passt diese Frage nicht ganz zu den Flüchtlingen. Bei ihnen trifft mehr zu, was willst du werden, falls du groß wirst? Ja, es mag vielleicht sehr böse von mir klingen, und das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber über das, was ich
die Lebensqualität dieser Leute herausgefunden hat, da ist das leider vollkommen plausibel. Thinking about this just makes me even more eager to grow up. Why, you might ask? Because then my voice will be heard, probably. I'm still young, so some people won't take me as serious as if I was an adult. Right now, one of the few things I can do is speak up for those in need. I really hope things change to the better until I'm older. But if not, I won't give in. I won't just speak up, I'll take matters into my own hands. At last, that's the best thing I can do to help refugees. Not just in Greece, but all around the world. We're all human. We all deserve a safe place to live with dignity. Bevor ich diese Rede nun beende, möchte ich etwas sehr Wichtiges klarstellen. Ich will hiermit auf gar keinen Fall Covid-19 kleinreden. Es ist eine Bedrohung und die Krise, die es mit sich gebracht hat, wird sicher in die Geschichte eingehen. Allerdings können wir wegen einer Krise keine zweite links liegen lassen. Denn über das Leid der Flüchtlinge, über das wird man genauso in zukünftigen Geschichtsbüchern lesen. Wichtige Krisen gibt es überall auf dieser Welt. Wir müssen als Menschen zusammenhalten und dürfen uns nicht aus der Verantwortung stehlen. Denn jede Geschichte zählt. Deswegen wünsche ich allen gestrandeten Menschen auf diesem Erdboden alles Gute und viel Glück. Oder, wie man es in Griechenland sagt, Oli i Kalitari, kai kalitichi. Danke.